Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Verschwinden des Pizzalieferanten und dem 2 Jahre alten Vermisstenfall Sophie Limke? Die Beamten hoffen, dass Ginos Mutter Maria Morella weiterhelfen kann. Kennen Sie diese Frau? Sie wird vermisst. Das ist doch von dem Stammkunden, den ich ihn genannt habe, von dem Herr Bernhard Limke. Das ist seine Frau Sophie Limke. Ja, vor ein paar Jahren sind sie regelmäßig bei uns ins Restaurant gekommen. Ja, und er hatte Calzone gegessen und sie immer Fettuccine de Salmone. Ja, und ja, bei dem Salat haben sie sich geteilt, Salat Italia. Und da waren sie sich wenigstens einig, ja. Ansonsten hat sie immer gerne in jedem unbeobachteten Moment mit Gino geflirtet. Wie genau meinen Sie das denn, Frau Morella? Mein Gino sieht schon, sehr gut aus. Und sehr viele Frauen liegen ihm zu Füßen. Aber sie war schon sehr offensichtlich, ja. Aber können Sie sich denn vorstellen, dass die beiden außerhalb dieser Flirtereien auch eine Affäre zueinander hatten? Nein, das würde mein Gino nicht machen, nein. Gut, ich habe hier mal die Fallakten von Köln. Ich habe die von den Kollegen angefordert. Das ist die Vermisstenakte von der Frau Limke, die Sophia. Und zwar sieht es nämlich so aus, als hätte ihr Sohn, der Gino Morella, in dieser Sache auch ausgesagt. Er sagt Folgendes aus, dass er meint, dass der Bernhard Limke seine Frau öfters geschlagen und misshandelt hat. Des Weiteren geht er davon aus, also ihr Sohn geht davon aus, dass der Bernhard Limke was mit dem Verschwinden von der Frau Sophie Limke zu tun hat. Beweisen kann man es aber nicht. Mein Sohn hat eine Aussage gemacht? Das hat er mir nicht erzählt. Davon weiß ich nicht. Frau Morella, aber was für einen Grund sollte denn Ihr Sohn haben, solche Aussagen bei der Kölner Polizei zu machen, wenn die beiden zu keiner Beziehung zueinander stehen? Können Sie sich das irgendwie erklären? Das ist eine gute Frage. Die verschwundene Sophie Limke und unser vermisster Gino Morella haben scheinbar ein ganz intensives Flirtverhältnis miteinander gehabt. Offenbar führt Gino Morella ein Doppelleben, von dem niemand was wusste. Die Frage ist, welche Rolle spielt Bernhard Limke? Eifersucht ist eines der häufigsten Mordmotive. Hat Bernhard Limke seine Frau vor 2 Jahren umgebracht und sie nur als vermisst gemeldet, um von der eigentlichen Tat abzulenken? Und ist jetzt Gino Morella dran? Also draußen ist niemand. Hilfe! Bitte holt mich hier raus! Hallo? Ist da jemand drin? Hier ist die Polizei! Hallo, die Polizei! Ey, da ist ein Schloss dran und das ist eine Frau, die da drin ist. Hier ist aber kein Schlüssel. Ich schieß die Scheiße einfach auf. Warte. Gehen Sie weg von der Tür! Bist du ready? Ja, alles klar. Ja, super. Volltreffer. Wir sind sofort da! Alles wird gut! Du holst mich hier raus! Ich bin gefragt, Hilfe! Wir sind von der Kriminalpolizei. Alles gut, alles gut. Sind Sie die Sophie? Ja, Sophie Limke ist mein Name. Wissen Sie, wo der Schlüssel dafür ist? Der muss draußen liegen. Da ist ein Grill. Da ist der bestimmt drin. Okay. Ich komme sofort wieder. Schnell, beeilen Sie sich. Ich sag dann einmal alles gut. Beruhigen Sie sich erstmal. Wir sind ja von der Polizei. Ich rufe jetzt einmal kurz die Kollegen an, dass die sofort hier hinkommen. Alles gut. Wer auch immer Frau Limke hier eingesperrt hat wie ein Tier, der muss völlig den Verstand verloren haben. Absolut. Und ich bin immer noch erschrocken darüber, wozu gewisse Menschen wirklich imstande sind. Also, mir fällt echt nichts mehr ein. 2 Jahre eingesperrt. Vom eigenen Ehemann. Sophie Limke muss durch die Hölle gegangen sein. Kann die 36-Jährige bei der Suche nach dem vermissten Gino Morella helfen? Frau Limke, wie fühlen Sie sich denn? Sind Sie in der Lage, die Aussage zu tätigen? Ich werde definitiv eine Aussage machen, ja. Ich möchte, dass er zur Rechenschaft gezogen wird für das, was er mir angetan hat. Okay, wie ist es denn abgelaufen? Was soll ich sagen? Ich war in einem Container eingesperrt, ja. Ich habe mit einer Fußfessel war ich dort angebracht in so einem kahlen Ding, im Fernseher, ein bisschen Wasser, ein bisschen Brot. Ab und zu durfte ich mal raus an die frische Luft oder drinnen sauber machen, ja, für ihn. Oder eine Pizza hat er mal bestellt, großzügigerweise dann, einen Film geguckt. Ja, sobald ich aber nicht gespurt habe oder mich nicht so verhalten habe, wie er es wollte,
ist er wieder vollkommen ausgerastet, hat mich geschlagen, hat mich zurück in diesen Container gesperrt. Er hat mich tagelang nicht rausgelassen, ja, immer nur so, wie es ihm gerade gepasst hat. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was Sie durchgemacht haben. Wir sind froh, dass Sie draußen sind, auch den Mut und die Kraft hatten, das durchzustehen. Ja, ich habe mir geschworen, also während dieser Zeit auch, ich lasse mich nicht unterkriegen von ihm. Ja, ich werde das durchstehen irgendwie. Ja, und jetzt sitze ich hier und wurde gefunden, Gott sei Dank. Wir sind froh, dass Sie jetzt draußen sind. Ich muss da kurz ran, ja. Smolik. Können Sie mir vielleicht noch mal über die Zeit von Köln ein bisschen berichten und wie es überhaupt zu dieser Gefangenschaft gekommen ist? Ja, ursprünglich haben wir hier in Duisburg gelebt. Ja, ich habe aber einen jüngeren Mann kennengelernt, muss ich gestehen. Wir haben uns ab und zu getroffen. Mein Mann hat es rausbekommen dann und er hat die Reißleine gezogen und hat dafür die Stadt verlassen. Ja, er ist nach Köln gegangen oder wir sind nach Köln gegangen, gezwungenermaßen. Er hat dort Arbeit gehabt und der junge Mann ist mir aber gefolgt, also bis nach Köln. Und ich muss gestehen, dass wir uns dort weiterhin getroffen haben dann auch. Der junge Mann, ist das zufällig der Gino Morella? Ja, wie kommen Sie jetzt auf den Namen? Ja, das stimmt, aber wie, was ist das da für eine Verbindung? Frau Limke, wie Sie hier sehen, vermissen wir Gino Morella. Frau Limke, wir haben den Verdacht, dass Ihr Mann eventuell etwas mit dem Verschwinden von Gino Morella zu tun haben könnte. Wir wissen es aber noch nicht. Ist Ihnen in der letzten Zeit irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Natürlich abgesehen von der Situation, in der Sie waren. Ich habe mir eingebildet, oder es kam mir vor, als wäre noch jemand, noch eine weitere Person auf diesem Grundstück. Ja, es waren laute Gespräche, ein Streit vielleicht sogar, aber ich kann es Ihnen nicht genau sagen, in diesem Container da. Können Sie das ein bisschen genauer eingrenzen? Wann ungefähr war das? Ich wurde heute gefunden. Gestern Abend muss das gewesen sein, ja, aber Entschuldigung, können wir eine kleine Pause bitte machen? Selbstverständlich. Sie haben uns schon deutlich weitergeholfen. Ich bringe Sie gerade zu einer Kollegin. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die letzten Jahre die Frau Limke traumatisiert haben. Sie ist eine wirklich sehr, sehr starke Frau und hat eine unglaubliche Persönlichkeit, dass sie den Kraft und den Mut hatte, das durchzustehen. Wir haben riesen Respekt davor. Gutes Timing. Also die KTU hat die Handyortung von Gino ausgewertet. Und sein letzter Standort war, halte ich fest, beim Herrn Limke. Außerdem hat die KTU auch noch den Laptop ausgewertet und hat dort festgestellt, dass der Gino wohl einen GPS-Tracker installiert hat und einen GPS-Sender wohl an dem Fahrzeug von Herrn Limke angebracht hat. Alles deutet darauf hin, dass Gino dort war. Meinst du, er hat den Tracker deswegen dran gemacht, um zu erfahren, wann der Herr Limke nicht zu Hause ist, damit er sich dort dann umschauen kann? Ja, oder er hat ihn observiert. Ich weiß nicht, ob er wusste, dass Herr Limke seine Frau gefangen hält. Wenn ja, woher? Es kann auch sein, dass diese beiden vermissten Fälle nichts miteinander zu tun haben, aber alles deutet darauf hin. Ja gut, so oder so. Wir sollten uns auf jeden Fall mal an den Limke dranhängen. Smolik? Ja? Okay. Okay, danke, ciao. Standort von Herr Limke wurde aktualisiert. Duisburg, Waldgegen, nahe Umgebung. Da solltet ihr sofort hin. Okay, ich schnapp mir den Can, ja? Ja, perfekt. Ich schicke euch die GPS an. Super. Die Ermittler sind dem GPS-Signal von Bernhard Limkes Fahrzeug bis zu dem Waldgebiet gefolgt und hoffen, dort auch Gino Morella aufzufinden. Sie befürchten, dass der Italiener in höchster Gefahr schwebt, denn der betrogene Architekt scheint unberechenbar. Gehört das hier hin? Ja, vermutlich nicht. Ich glaube nicht, dass sowas an Bäumen wächst. Jan, da liegt jemand. Was? Da liegt jemand. Der sieht aus wie Herr Limke. Ist das Herr Limke? Herr Limke? Scheiße. Herr Limke? Herr Limke? Scheiße. Ach du Scheiße. Ich habe keine Vitalzeichen, Jan. Ja, die Kehrseite unseres Berufs ist natürlich, dass wir dann auch mit unglücklichen Fällen zu tun haben, wie zum Beispiel die Leiche von dem Herrn Limke. Auch wenn es ein Straftäter war und wir als Polizisten nicht wirklich erfreut über Straftäter sind, den Tod wünschen wir natürlich niemanden. Herr Morella? Herr Morella? Herr Morella? Thank you.
Der Morella, geht's Ihnen gut? Ich weiß nicht. Tut alles weh. Können Sie hochkommen? Ich glaube, der ist gefesselt. Ich habe die Handschuhe an. Ich habe die Handschuhe an. Sehr gut. Was ist denn passiert? Wir haben den Herrn Lemke gefunden. Was ist mit dem? Ist der tot? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass er keine Vitalzeichen hat. Also. Scheiße, ich wollte das nicht. Sie müssen mir das glauben. Was ist denn passiert? Der wollte mich im Wald umbringen und verbuddeln. Und dann konnte ich mich kurz freimachen und hab. Ich hab den mit der Schulter gerammt. Dann ist er gegen den Baum geflogen und runtergefallen. Und dann. Herr Morella. Also wenn das wirklich so passiert ist, wie Sie uns geschildert haben, dann ist es definitiv Notwehr, ja? Wir helfen Ihnen einmal kurz auf. Gino Morella muss sich definitiv wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge vor Gericht verantworten müssen. Jedoch bei der Schuldfrage bin ich mir sicher, dass der Richter auch auf Notwehr entscheiden wird. Can Yildiz soll Recht behalten. Gino Morella geht straffrei aus. Inzwischen lebt der 28-Jährige mit seiner großen Liebe Sophie Limke zusammen und hilft ihr dabei, das Trauma der letzten 2 Jahre zu verarbeiten. Die beiden schauen voller Zuversicht einer gemeinsamen Zukunft entgegen.